Hallo meine Lieben, du bist auf der Suche nach neuen Ideen für deine Schultern, um sie zu kräftigen und beweglicher zu machen, dann habe ich heute was für dich. Wir brauchen dafür zwei Kurzhanteln. Die Arme sind angewinkelt und wir öffnen die Arme und schließen sie. In der horizontalen Ebene gehst du so breit du kannst nach außen und wieder zusammen. Eine schöne Rotation in der Schulterkugel. Übung Nummer 2. Wieder angewinkelte Arme und wir machen Seitheben. Stell dir vor, du hast zwei Wasserflaschen in der Hand und du kippst jedes Mal, wenn du hochkommst, das Wasser aus der Wasserflasche raus. Und jetzt kombinieren wir diese zwei Übungen miteinander. Rotation nach außen, Seitheben. Genau, die erste Übung mit der zweiten in Kombination. Immer schön die Reihenfolge einhalten. Super. Übung Nummer 3. Wir heben die Arme hoch, angewinkelt. Und jetzt machen wir eine Rotation nach oben. Schön nach oben heben die Arme, Rotation in der Schulterkugel, aber bitte nur bis waagrecht runter. Genau. Und jetzt kombinieren wir alle drei Übungen miteinander. Die erste Übung, die zweite Übung und die dritte Übung. Und genauso wieder runterkommen. Rotation nach außen, Seitheben, Rotation nach oben. Rotation nach unten, Seitheben wieder runter und dann wieder von vorne beginnen. Sehr gut. Gut, Übung Nummer 4. Die Arme waren oben angewinkelt in Endposition und jetzt streckst du die Arme rauf zur Decke. Die Übung heißt Shoulder Press. Wir gehen schön rauf und runter mit den Kurzhanteln. Gut, wir kombinieren alle vier Übungen miteinander. Übung Nummer 1, Übung Nummer 2, Übung Nummer 3, Übung Nummer 4, Übung Nummer 3 runter, Übung Nummer 2 runter. Genau. Immer die richtige Reihenfolge einbehalten, die Übung rauf und runter in der richtigen Reihenfolge ausführen. Leute, viel Spaß, viel Erfolg, ja, und kräftigt schön eure Schultern und macht sie beweglicher. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!